Kinder, die sich an ihr früheres Leben erinnern. James Leininger war ein 3-jähriger Junge, der sich an sein früheres Leben sehr detailreich erinnern konnte. Er erzählt seinen Eltern, dass er ein Pilot war im Zweiten Weltkrieg und dass sie ein Schiff hatten, das den Namen Natoma trug. Er sagte, dass sein Flugzeug abgeschossen wurde von den Japanern, dass er abstürzte und so ums Leben kam. Er erinnerte sich so detailreich daran, dass seine Eltern bald Recherche betrieben und herausfanden, dass Natoma tatsächlich ein Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg war. James erzählte von einem Freund, an den er sich erinnert, Jack Larson. Die Eltern fanden diesen Jack Larson, der ein Veteran war, und dieser konnte bestätigen, dass alles, was James sagte, wahr gewesen ist. Wie konnte das sein? Es gab keine Aufzeichnungen von diesen Menschen.